Ein Raum mit den Giftigen. Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Okay. Nein, bin ich lebensmüde. Oh. Der Fuck, warum macht das, hat das gerade keinen Schaden gemacht? Warum macht sie bei dem keinen Schaden? Also ja, gut. Auf der einen Seite ist jetzt Yggdrasil hier wieder gemeiner mit den ganzen Indie-Fallen in dem einen Gebiet. Aber auf der anderen Seite geht's noch einigermaßen. Der ist auf jeden Fall irgendwie stärker als die anderen. Ja, der war definitiv stärker. Der gibt ja gute Erfahrungspunkte. Okay. Trägst du gerade das Amulett? Nein, du trägst es gerade. Gib's mal an ihn weiter. Du hast TAF noch nicht, gell? Nein. So. Gut, bisschen gerastet. Quicksave haben wir gemacht. Da ist ja noch einer von denen. Reingeboxt. Muss ich ehrlich sagen.
Ja, toll. Das deckt? Da hätte ich es wahrscheinlich ihr geben sollen. Egal. Den nächsten kriegt sie. Da ist ein Knopf, von dem ich nicht weiß, was er macht. Wieder eine Grube im Zentrum von Yggdrasil geschlossen. So, da kommen wir ja zum Glück raus. So, jetzt die gute Frage, wie weit... Oh. Spirit Blossom Blue... Wow. Energy plus 100. Stärke, Vitalität, Willpower, Resist, Cold Resist, Poison. Resurrect, Cleansing Light und Divine Plating become more powerful. Das ist definitiv ein Stab für dich. Wow, das war jetzt mehr oder weniger Jackpot. Im Osten hat sie was geöffnet. Ich tippe mal darauf, dass ich weiß, was das ist, was sich im Osten geöffnet hat. Ja. Unser Ausgang. Gut, okay. Man merke, hier sind die Todesfallen. Kann ich. Nein. Und Clean Glänz oder so habe ich auch nicht, oder? Wiping Rocks. Oh, wenn da ist das vielleicht auch hier drin. Nee, ich habe nur Extinguish. Das war der andere Yggdrasil-Ausgang. Ich weiß, ich habe hier irgendwo noch einen Hebel gesehen. Mal gucken, ob ich den jetzt auf die Schnelle finde.
Da geht's zu den Pilzen rum. Wieder im Norden, der Grube geschlossen. Okay. Hier drin haben wir auch nichts weiter gemacht als eine Grube geschlossen. Ja. Das ist auch noch geschlossen. Da gab es ein Wisp Shift. Ob der hier hinführt? Jetzt bin ich wieder hier. Und das würde mich zurück zum aktuellen Gaia's Garden bringen. Ja, da muss ich wahrscheinlich. Hier kann ich zum Beispiel auch noch nicht rein. Ich habe so das Gefühl, dass nur ich über den Ancient Gaia's Gateway, den ich bereits entdeckt habe, da reinkomme. Also den ich entdeckt habe, aber noch nicht aktivieren konnte. Upsala. Dann bringe ich mal wieder in den Raum hier. Ja, hier war ich überall damals schon. Das ist nämlich der andere Ausgang. Ja. In Yggdrasil etwas schließen. Okay. Hier bin ich nur hier hingekommen. Hier habe ich damals das eine Vieh gesehen. Na ja, gut. Mal ganz kurz in die Statistik gucken. Wir haben jetzt fast die Hälfte an. Secrets entdeckt. Und wir sind schon verdammt lange im Spiel. Okay. Ich würde sagen, ich verpösel mich einfach nachher mal durch den Gaia's Gateway und gucke mir die anderen beiden an und reinige sie dort die anderen Dinger auch. Aber jetzt erst einmal ein Save. So. Und dann einen Cut. Bis gleich.